Okay, Leute, viele von euch haben mich gefragt, wie man denn Projekte einlagert und wie man denn eine Projektdatenbank erstellt, die man auf einer Festplatte mit sich rumtragen muss, falls man zwischen Laptop und Standrechner hin und her switcht. Und darum geht's heute. Ich zeige dir in diesem Video, wie du deine Projekte richtig ablegst, was der Unterschied zwischen einem Projektfile und einem Projektarchiv ist und vor allen Dingen, wie du eine Festplatte erstellst, auf der du dann immer arbeiten kannst. Okay, in DaVinci Resolve willst du zuallererst mal hier unten auf den Home-Button klicken. So, das öffnet dir deine Projektdatenbank auf. Anders als Premiere ist DaVinci Resolve Datenbank getrieben. Das bedeutet, auf deinem Rechner liegt eine Datenbank, die alle Projekte beinhaltet. Und diese Datenbank vor allen Dingen in regelmäßigen Abständen zu backuppen, funktioniert wie folgendermaßen. Du klickst hier oben auf dieses Hide Switch Databases und kannst hier oben ein Datenbank Backup erstellen. So, das erstellst du und dann saved er dir eine Resolve Disk Database irgendwo hin. Diese Disk-File kannst du irgendwo hin speichern. Ich lege es bei mir immer auf dem Server. Jede Woche mache ich eins, was ich dann regelmäßig überschreibe, damit ich, falls irgendwas mit der Datenbank passiert oder irgendwas mit meinem Rechner ist, dass ich da immerhin ein Datenbank-Backup habe. Diese Datenbank-Backups kannst du dann hier über den Restore einspielen und er sucht nur nach diesen Datenbank-Backup-Files, also resolve.diskdb. Die solltest du dir auf jeden Fall irgendwo hinspeichern. Diese Datenbank solltest du dir auf jeden Fall immer dann backuppen, wenn du zu einer neuen Version von DaVinci switchen möchtest. Weil manche Versionen wie DaVinci Resolve 17 verändern deine Datenbank so, dass sie nicht mehr rückzukonvertieren ist. Das bedeutet, falls du jetzt auf DaVinci Resolve 17 umswitchen möchtest, solltest du dir hier ein Backup anlegen und das irgendwo hinspeichern, damit du, wenn du DaVinci Resolve 17 drauf speicherst, auch wieder zurück auf die 16er Version gehen kannst, falls die 17er für dich noch zu buggy ist. Okay, aber kommen wir mal zu den zwei Typen von Datenbanken, die wir hier haben. Wir haben einmal die Disk-Datenbanken und die Progress-SQL-Datenbanken. Diese Datenbanken sind meistens dafür da, um vom Server aus zu arbeiten. Deswegen konzentriere ich mich in diesem Video zuallererst auf die Disk-Datenbanken, weil wenn du bereits eine Server-Architektur hast, dann wirst du die Progress SQL-Datenbank höchstwahrscheinlich schon nutzen. Und wenn du jetzt eine Datenbank erstellen willst, die du dann immer auf einem USB-Stick oder auf einer SSD-Platte mitnehmen willst und dann mobil arbeiten möchtest, dann würdest du hier unten eine neue Datenbank kreieren, würdest eine Disk-Datenbank ausnehmen, der einen Namen geben, zum Beispiel To-Go. Dieser Name kann keine großgeschriebenen Buchstaben und keine Leerzeichen haben. Dann klickst du auf Directory, wo du dem Ganzen einen Pfad geben kannst. Also hier nimmst du jetzt quasi deine SSD-Festplatte oder deinen USB-Stick, auf der du das Ganze speichern willst. Und du kannst sogar hier am besten noch einen neuen Ordner anlegen. Ich nenne das jetzt hier mal DR-Portable-Datenbank. Öffne diesen Ordner. Und dann hat er das. Und wir möchten das als Disk Database anwählen. Dann klicken wir hier oben auf Create. Und dann klicken wir auf Create. Und jetzt haben wir die To-Go Database angelegt, in der wir Projekte editieren können. Und alle Projekte, die ich jetzt in der To-Go Datenbank bearbeite, werden auch auf deiner SSD gespeichert. Das bedeutet, du musst am Ende immer nur deine To-Go Database anstecken und sie eventuell reconnecten. Diese To-Go-Datenbank ist fahrtsensitiv abgespeichert. Das bedeutet, falls du sie jemals nochmal woanders ansteckst, musst du sie reconnecten. Und wie du das machst, zeige ich dir jetzt. Jetzt habe ich hier mal meine Datenbank an einen anderen USB-Stick gesteckt und DaVinci Resolve neu gestartet. Um das Ganze jetzt neu zu connecten, muss ich ganz einfach New Database anklicken, hier auf Connect lassen, das Ganze auf Disk, hier wieder meinen Namen eingeben und dann auf Directory klicken. So, jetzt gehe ich dahin, wo ich das ganze Ding gespeichert habe, nämlich DR Portable Datenbank, wähle den Ordner aus und klicke dann auf Add. Und schon erscheint meine Datenbank wieder bei mir. Und das würdest du immer dann machen, wenn du zu einem anderen Computer wechselst.
Wichtig ist, dass alle Projekte, die du auf dieser Datenbank bearbeitest, nicht gleichzeitig auf deiner Harddrive-Datenbank gespiegelt werden. Das bedeutet, arbeite entweder auf der und zieh dir auch Backups von dieser Datenbank oder exportiere dir immer die Projektdateien. Okay, das war's jetzt, wenn es darum geht, die komplette Datenbank, also alle Projekte mit einmal zu backuppen, zu kopieren und vor allen Dingen portabel zu machen. Jetzt geht es darum, einzelne Projektdateien rauszuspielen und das kannst du auf zwei Arten machen. Die erste Möglichkeit ist es, nur das Projektfile zu exportieren und das jemandem zukommen zu lassen. Dieses Projektfile beinhaltet quasi die Bausteine für das Projekt, allerdings keine Medien. Das heißt, wenn derjenige nicht die Mediendateien dafür hat, dann kann er so viel relinken, wie er will. Es wird nicht laufen. Die andere Möglichkeit ist, ein Projektarchiv abzulegen. Ein Projektarchiv ist ein Ordner, der quasi alle Medien, die in diesem Projekt drin liegen, nochmal in sich selbst reinkopiert. Das ist eine super Möglichkeit, um a. ein komplettes Projekt samt Medien jemand anderen zukommen zu lassen und b. Projekte einzulagern für deine Sicherheit. Also falls irgendein Kunde dann in 2-3 Jahren anruft und sagt, haben Sie noch das Projekt von vor 2 Jahren? Unsere Corporate-Farben haben sich geändert und ich brauche nicht mehr das Blau in den Schatten, was wir damals ausgemacht haben. Ich brauche das jetzt in Rot. Ja, klar habe ich das noch. Ich rendere es Ihnen raus. Kostet dann x Euro nach Bearbeitung. Yo. Und deswegen ist es in vielen Dingen sinnvoller, ein Projektarchiv zu exportieren. Und wie wir die beiden exportieren und importieren, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe hier jetzt ein Demo-Projekt mit ein bisschen Stock-Footage erstellt. Okay, und wenn ich dieses Projekt jetzt an jemand anderen schicken möchte, der bereits die Clips schon hat, dann klicke ich mit Rechtsklick drauf und kann jetzt hier auf Export Project gehen. Damit spielt er mir eine DRP, also eine DaVinci Resolve Projektdatei raus, die derjenige dann über selbiges Feld importieren kann. Nehme ich mit Rechtsklick hier irgendwo rein, Import Project. Bam. Und dann hat er das Projekt drin und muss einfach nur die Clips relinken. Möchte ich das Ganze hingegen als Projektarchiv exportieren, dann klicke ich hier mit Rechtsklick drauf, Export Project Archive. So, jetzt fragt er mich, wohin ich das Ganze exportieren möchte. Und du siehst, er legt das Ganze als Testprojekt.dra-Ordner ab. Und DRA steht für DaVinci Resolve Archiv. Und wenn ich jetzt auf Save klicke, dann fragt er mich, ob ich die Mediendateien mit kopieren möchte, ob ich den Render Cache mit kopieren möchte und ob ich die Proxy Media mit kopieren möchte. Der Render Cache, den lasse ich bei Default aus, weil den kann ich mir immer wieder neu erstellen lassen. Aber für jemanden, der es schnell braucht, der kann den Cache gleich mit kopieren. So, damit hat er schon alles kopiert. Je nachdem, wie groß dein Projekt ist, braucht es natürlich länger, diese ganzen Daten zu kopieren. Und wenn ich jetzt in den Ordner reingucke, wo ich das ganze Ding habe, dann habe ich hier testprojekt.dra, was ein Ordner ist. Der ist aufgeteilt in das Projektfile und in die Media-Files, die dann quasi hier drin liegen. Du kannst diesen Ordner, kannst du ganz einfach irgendwohin auf eine Festplatte hauen, kopieren und er enthält alle wichtigen Daten, die du für dieses Projekt damals genutzt hast. So, also, wenn du jetzt ein Projektarchiv wieder importieren möchtest, klickst du mit Rechtsklick hier rein, Restore Project Archive. Und dann navigierst du zu dem Ort, wo die DRA-Datei liegt, klickst die DRA-Datei einfach nur an und klickst auf Open. Und damit erscheint der Dialog, wo du dem Ganzen wieder einen Namen geben kannst. Ich liebe meine Benennungen. Und damit habe ich dieses komplette Projekt nochmal neu da. Und zwar bereits relinked. So importierst du quasi andere Projektfiles und Projektarchive. So schön die Projektarchive sind, sie haben einen Haken. Sie kopieren erstmal alle Files, die in diesem Projekt im Mediapool drin liegen, um sie dann zu verschicken. Das bedeutet, selbst nicht genutzte Dateien werden auch mit verschickt. Falls dein Projektarchiv also möglichst wenig Speicherplatz haben soll, solltest du zuallererst aus dem Mediapool alle Dateien rauslöschen, die nicht benutzt werden. Und um das zu machen, kannst du ganz einfach die Smartfilter in der Mediapage nutzen. Und das zeige ich dir jetzt. Okay, ich habe dem Projekt noch einige redundante Clips hinzugefügt. Die siehst du hier im Mediapool. Und das hier ist quasi die finale Timeline, die ich exportieren will. Und angenommen, ich habe jetzt hier im Mediapool noch Clips, die ich nicht per Hand finden möchte, ob ich die benutzt habe oder nicht. Dann gehe ich hier auf Liste
Jetzt kann ich hier oben reinklicken mit Rechtsklick und mir noch einzelne Sachen anzeigen lassen. Da möchte ich hier unten auf Usage, also Benutzung, gehen. Und jetzt hat er hier eine Reihe Usage angezeigt. Ne? Und da sortiere ich jetzt nach Usage und da lösche ich quasi alle die hier eine 0 haben. Usage bedeutet, wenn ich jetzt einen Clip in einer Timeline mehrmals drin habe oder irgendwo im Projekt verwendet habe, wenn ich hier da eine 0 stehen habe, bedeutet das, das sind alle Clips, die ich nirgendwo verwende und die brauche ich ja dann im finalen Projektexport nicht. Das Einzige, was du machen solltest, ist darauf achten, nicht die Timeline mitzulöschen. Okay, damit haben wir das Projekt schon mal soweit vorbereitet und nur noch die Clips drin, die wir irgendwo benutzt haben. Wenn du allerdings so bist wie ich und alles an einem ellenlangen Take aufnimmst, dann ist es vielleicht für deinen Speicherplatz relevant, die ganzen Clips noch ein bisschen zusammenzustauchen. Und was du dazu tun musst, ist folgendes. Du markierst dir alle Clips, die in deiner Timeline sind, File, Media Management und jetzt hast du die Möglichkeit, die Timeline zu exportieren oder die Clips nochmal zu kopieren und zwar getrimmt auf die jeweiligen Frames. Und damit hast du ganz einfach die Möglichkeit, ellenlange Videotakes auf kurze Snippets zusammenzustauchen, ganz automatisiert. Und das ist wirklich ein Gamechanger, wenn du den Speicherplatz auf deinen Harddrives ein bisschen schonen möchtest. So, und wenn du jetzt mal testhalber ein Projektarchiv importieren möchtest, dann schau doch mal in meine Instagram-Templates oder in meine Albumbox-Animation rein. Das sind beides DRA-Dateien, die du in deinen Videos importieren kannst. Viel Spaß damit, Kameramagier, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!